Ich darf Sie euch zur heutigen Vesper ganz herzlich willkommen heißen, besonders auch Sie zu Hause an den Bildschirmen. Wir haben hier Schnee, es hat weihnachtliche Atmosphäre draußen und wir feiern miteinander jetzt in der Jugendvesper und beginnen mit dem Lied J2 Jerusalem. Wenn Sie auch zu Hause den Ordner haben, können Sie zu Hause mitsingen, J2 Jerusalem. Alle Völker der Welt, auf Jerusalem werde Licht. Dunkelheit bedeckt alle Völker der Welt, auf Jerusalem werde Licht. Blicken hoch, schaue raus, leben soll dein Herz und sich öffnen weit. Auf den Armen trägt man die Töchter herbei, deine Söhne kommen von Kamelen sind dein. Von weit her kommen sie, prachtvoll ist dein Glanz, deine Herrlichkeit. Wein aufsteigt empor, weit die Schalt Gottes Lob, ruhmreich sind die Taten des Herrn. Stadt, alle, die ihr sie liebt, fröhlich sollt ihr sein und euch freuen. Stadt des Herrn, wenn's mal geht, ewig leuchtet dir Gott der Herr als Licht. Zieh und singe laut, denn dein König bringt dir Freude, Nöte statt Trauer, Gewalt. Ja, ich darf euch, Sie zu Hause einladen, dass wir beginnen mit dem Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Am ersten Lied können wir schon entdecken, dass es um die drei Könige geht, die ja mit ihren Gaben zum Kind kommen, so wie wir hier noch die Krippe aufgestellt haben. Und wir haben in St. Ottilien keine heiligen drei Könige, die aufgestellt werden, sondern wir sagen immer, jeder, der kommt, soll selber einen König machen und soll seine Gaben mitbringen und soll nicht andere Könige vorschieben, sondern dass wir selber Könige sind, wertvoll von Gott geschaffen. Und so dürfen wir mit unseren Gaben vor Gott hintreten. Leonardo da Vinci sagt einmal so schön, binde deinen Karren an einen Stern.
Wir stehen jetzt hier in der Klosterkirche direkt unter dem Stern. Über uns ist ein Stern ausgebreitet und der erinnert uns Missionsbenediktiner auch immer wieder, dass wir diesem Stern folgen in viele Länder der Welt. Binde deinen Karren, einen Stern. Manchmal ist es wirklich so, dass man so einen Karren hat, der so versinkt, wo man denkt, ich komme gar nicht mehr voran. Ich weiß momentan, so sagen mir viele Leute gerade gar nicht, wie es weitergehen soll und es ist alles so schwierig. Ich habe keine Lust mehr, übers Impfen zu reden. Ich habe keine Lust mehr, über gewisse Dinge zu diskutieren. Irgendwie hat man den Eindruck, der Karren ist festgefahren und da gefällt mir das gut. Binde deine Karren an einen Stern. Das heißt, eine Vision zu haben, etwas, was mich herausführt. Dass wir unser Auto, unser Leben nicht in der Tiefgarage lassen und ganz brav die Parkgebühren zahlen, sondern dass wir uns nochmal neu herauslocken lassen, so wie diese drei Könige. Ein Stern geht auf, er zieht den Blick nach oben, damit ich absehe von meinem irdischen Bereich und aufblicke zu dem Punkt, der die Hoffnungen der Menschen eint. Ein Stern geht auf, er leuchtet über allen, weil Gottes Liebe keine Grenzen kennt. Er liebt die Guten und die Bösen. Allen Völkern und Nationen schenkt er sein Erbarmen. Ein Stern geht auf. Er führt uns hier auf Erden, damit wir in allen Religionen aufbrechen und uns dort vereinen, wo die Liebe Mensch geworden ist. Herr, du bist der Stern. Wir müssen nicht auf einen Neonstern, auf einen Mercedes-Stern warten. Du bist unser Stern, der alle Menschen zur Einheit führen kann. Gib uns die Kraft, Spaltungen zu überwinden und lass uns eins sein mit uns selbst, mit uns und mit allen Menschen. Darum bitte ich dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen das Lied Binde deine Wünsche, B6. Binde deine Wünsche an meinen Stern. Stern, mach die dunkle Leuchtung.
Als Jesus zur Zeit des König Herodes in Jerusalem in Judäa geboren war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seine Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten: Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten der Könige machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von einer sehr großen Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitfeiernde zu Hause und hier in der Kirche, dieses Evangelium ist gestern gelesen worden am Dreikönigstag oder wie es genau heißt, Erscheinung des Herrn. Gott offenbart sich, das heißt eigentlich Erscheinung. Gott zeigt sich immer wieder in unserem Leben, er offenbart sich. Heute ist Herz-Jesu-Freitag, er offenbart sich am Kreuz mit seiner Liebe, er offenbart sich als Kind in der Krippe. Er ist es, Gott selber, der immer wieder Initiative ergreift, der sich uns offenbart, und es liegt an uns, ob wir ja, mit unserem Herzen, mit unseren Sinnen ihn wahrnehmen, ob wir ihn ja, in unserem Herzen aufnehmen. Van Gogh schrieb einmal, dass das Bedürfnis nach Gott ihn dazu antrieb, nachts hinauszugehen, um die Sterne zu malen. Die haben ja was Faszinierendes, diese Sterne. Aber er schreibt selber in einem Brief, das Bedürfnis nach Gott, diese Weite. Und wir hören sie immer wieder, auch im Evangelium, auch in Abraham, der immer wieder vor die Sterne tritt. In den Sternen, da wird unsere Welt weiter. Und die sagen uns, wir sind nicht nur für die Erde gemacht, sondern auch für den Himmel. Unser Leben ist viel größer als das, was uns jetzt im Moment umspannt und einspannt. Und ich habe mir heute überlegt, wenn wir so als Könige ja, vor das Jesuskind treten, dann sind mir so drei Haltungen wichtig. Die erste ist, ja, meiner Sehnsucht folgen. Das tun die Könige. Sie fragen zunächst mal, wo ist der König? Die Fragen, die drücken ihre Sehnsucht aus.
meiner Sehnsucht nachgehen. Ich sage immer, folge dem Stern deines Herzens, das, was dich bewegt, das, was dich aufbrechen lässt. Meiner Sehnsucht nachgehen. Habt ihr noch eine Sehnsucht? Nelly Sachs schreibt es mal, alles beginnt mit der Sehnsucht. Das ist das, was mich antreibt. Sehnsucht könnte man auch mit Verlangen übersetzen. Was ist mein Verlangen? Wer in seinem Leben nichts mehr erwartet, aus dessen Herz stiehlt sich die Freude. Habe ich noch ein Verlangen? Nach was verlangt es mich? Was ist meine Sehnsucht? Die drei Könige verbinde ich immer mit Menschen, die Ausschau halten. Menschen, die vom Leben noch was erwarten. Menschen mit einer Sehnsucht nach mehr. Eine Sehnsucht, die zum Aufbruch drängt. Wir dürfen uns fragen, was drängt uns? Ich glaube, die Krise des Glaubens bei den Menschen wie in den Gesellschaften hat etwas mit dem Schwund der Sehnsucht nach Gott zu tun. Oder wie es Papst Franziskus gestern gesagt hat, mit der Müdigkeit des Geistes. Er hat so schön in seiner Ansprache gesagt, wir haben uns zu sehr über die Karten der Erde gebeugt und vergessen, unseren Blick zum Himmel zu erheben. Wir sind von vielen Dingen gesättigt, aber wir entbehren der Sehnsucht nach dem, was uns fehlt. Und dann sagt er weiter, wir sind auf unsere Bedürfnisse fixiert, auf das, was wir essen und das, was wir anziehen sollen und lassen das Verlangen nach dem, was darüber hinausgeht, verdunsten. So hat er es gestern in seiner Ansprache gesagt. Wer die Sehnsucht in sich wachhält, der kann sich neu, glaube ich, auf das Abenteuer einer lebendigen und starken Beziehung zu Gott einlassen. So sagt Franziskus auch, der Glaube ist keine Rüstung, die uns eingibst, sondern eine faszinierende Reise. Ja, der Glaube ist keine Rüstung, die uns eingibst, sondern die Sehnsucht in uns immer wieder neu stärkt. Und bei dieser ständigen Bewegung auf Gott, da darf man auch nicht unangenehmen Fragen ausweichen. Fragen, die sind ganz wichtig. Ich möchte euch zurufen, bleibt unruhig, Suchende und offen für die Überraschungen Gottes. Und das Zweite, was so die Könige ausmacht, ist, sie bleiben nicht sitzen, sondern sie bewegen sich. Wenn ich nur dran denke, was wir auch in unserer Kirche an Sitzungen haben, was ich selber auch tagtäglich an Sitzungen habe. Wenn Menschen demselben Stern nachgehen, kommen sie von ganz von selbst miteinander in die Nähe. Sie sind miteinander unterwegs. Er führt zusammen, nicht zur Vereinzelung, wie das oft in unserer Gesellschaft zu sehen ist gerade. Er führt, weil sie zu Gott gehen, auch zusammen. Viele Beziehungen zerbrechen gerade oder kommen gar nicht zustande, weil der gemeinsame Stern, die gemeinsame Mitte fehlt. In der gemeinsamen Sehnsucht nach Liebe leuchtet der Stern auf, der uns verbindet und ja, der uns zusammenführt. Sie sind zusammengekommen, diese drei, und kommen zusammen bei Gott an. Menschen, die gemeinsam gehen, so sehe ich auch unsere Klostergemeinschaft, dass wir gemeinsam gehen, dass wir zusammenhalten, weil wir von diesem einen Stern, von diesem Jesus gehalten sind, weil wir in gleicher Weise betroffen sind, weil wir unterwegs sind zum selben Ziel. Und wenn man unsere Mönche anschaut, ganz verschieden und doch ist jeder ganz eigen angesprochen. Und es ist bei euch auch so. Jeder ist ganz verschieden und doch sind wir eigens angesprochen. Und sie werden sich gegenseitig zur Stütze und werden ja, zusammenbleiben auf ihrem Weg. Wir brauchen mehr denn je Menschen, die sich gegenseitig ja auch zur Stütze werden, gerade in diesen schwierigen Zeiten.
Und am Ende, das Dritte ist für mich so diese Anbetung. Sie kommen beim Jesuskind an und der Martin hat es vorgelesen, sie huldigen ihm. Im griechischen Text heißt, sie beten ihn an. Anbetung, sie gehen sozusagen in die Knie. Wenn wir hier im Kloster immer wieder die Kniebeuge machen, wir machen es nur beim Einzug ins Chorgebet nicht, weil die viele ältere Mitbrüder, die kennen keine Kniebeuge mehr machen, dann machen wir halt alle Verneigung. Aber in die Knie gehen heißt so, ich erkenne etwas Größeres in meinem Leben an. Da gibt es noch etwas über mir. Ich habe es an Silvester gesagt, es hat mir ein bisschen traurig gestimmt, dass unsere Regierung eigentlich gar, also zumindest die Hälfte gar nichts mehr sagt, so war mir Gott Hälfte. Da gibt es anscheinend nichts Größeres mehr. Da will man alles selber machen. Anbeten, huldigen. Menschen, die anbeten, deren Glauben geläutert worden ist, auch durch dieses Unterwegssein. Und die im Kleinen das große Leben erkennen. Großartig eigentlich. Das sind für mich so drei Haltungen, drei grundlegende Tätigkeiten, wo uns die drei Könige Lehrmeister sind. Das Fragen, gibt es ja so die schöne Geschichte, die erzähle ich immer vom Bär, wo das heißt, der Bär hat eine Todesliste und dann kommt der Fuchs und sagt, Bär, stimmt es, dass du eine Todesliste hast? Dann sagt der Bär, ja. Dann sagt der Hirsch, ja, stehe ich da auch drauf? Ja, nächsten Tag ist er tot. Dann kommt der Fuchs und sagt, Bär, stimmt es, dass du eine Todesliste hast? Ja, stehe ich da auch drauf? Ja, sagt der Bär, nächsten Tag ist der Fuchs tot. Dann kommt der Hase und sagt, du Bär, stimmt es, dass du eine Todesliste hast? Ja, stehe ich da auch drauf? Sagt der Bär, ja. Dann sagt der Hase, könntest du mich streichen? Sagt der Bär, ja. Ja, man muss mit den Leuten reden. Ist eine lustige Geschichte, aber sie bringt zum Ausdruck, dass Fragen uns auch immer wieder ja, in einen Dialog bringen. Sogar Maria fragt, wie soll das geschehen? Und ich glaube, Fragen nähern auch unsere Sehnsucht, dass wir ja, uns immer wieder neu aufmachen und Fragen lassen uns im Dialog bleiben. Man bleibt miteinander im Gespräch. Und das Zweite so, ja, sich aufmachen, aufstehen, neu aufbrechen. Ich habe vorgestern eine Mitteilung bekommen, hat mich total erschüttert. Da hat es geheißen, Erzhard Wolfgang, Sie sind ab 1. April in Rente. Oh. Dann haben wir gedacht, okay, muss ich mich jetzt niedersetzen. Dann hat aber der Pater Brier zu mir gesagt, er ist schon länger in Rente und arbeitet auch noch. Gut. Was gibt es oft so Dinge, die uns sitzen lassen, die uns sitzen bleiben lassen, wo wir nicht mehr den Mut haben aufzustehen? Ein Kind steht immer wieder neu auf. Hat es natürlich nicht so weit nach oben. Aber wo bleiben wir manchmal sitzen, weil wir sagen, hat sowieso keinen Sinn, da kannst du sowieso nichts machen, das habe ich jetzt immer schon so gemacht. Nein, die stehen auch immer wieder auf und gehen ihren Weg, obwohl viele Irrlichter vielleicht auch auf dem Weg waren, die sie geblendet haben und die sich ausgegeben haben für einen Stern. Stern heißt ja auch Star, also Stars beleuchten sich eher selber, aber nicht den, der eigentlich Leben schenkt. Und das Dritte ist Anbetung. Sie huldigen Gott. Wer nicht mehr fragt, wer sitzen bleibt und unbeweglich bleibt und wer nur um sich selbst kreist und dabei vergisst, Gott zu huldigen, der wird kaum Christ bleiben. Die heiligen drei Könige sind gute Lehrer für unseren Glauben und vielleicht können sie uns Ansporn sein, wieder mal zu fragen, aufzubrechen und ja, Gott zu huldigen, ihn anzubeten, weil er der ist, der uns Leben schenkt. Singen wir das Lied und Freude wird weit, U4.
U wie und, Freude wird weit. In dem Lied kommt nochmal so deutlich zum Ausdruck, und Freude wird weit, wo wir dich finden, Gloria. Und Freude wird weit, wo wir dich verkünden, dass aus der Anbetung auch die Verkündigung entsteht. Jesus, du schenkst uns deine Liebe in deiner Ohnmacht in der Krippe, in der Liebe am Kreuz. Wir bitten dich. Ich denke heute an all die Menschen, die von Angst geplagt sind, die enttäuscht worden sind und die in die Sucht ja abgedriftet sind, in die Depression gefallen sind. Schenk du ihnen dein Licht und dein Erbarmen.
denke heute an die Menschen, die von einem Partner verlassen worden sind, gleichsam sitzen geblieben. Stärke sie und schenke ihnen den Mut zu neuem Aufbruch. Ich bitte dich, sei bei allen, die gerade vor schwierigen Entscheidungen stehen und die einfach nicht abschätzen können, was für die Zukunft gut und richtig ist, die aber so handeln wollen, dass Frieden wird und kein Streit entsteht. Bitte für uns alle, dass wir immer wieder unserer Sehnsucht nachgehen dürfen, dass wir den Mut haben, wieder erste Schritte zu tun, vielleicht auch auf Menschen zuzugehen, wo Versöhnung ansteht. Und dass wir immer wieder die Knie beugen vor dem, der uns Leben schenkt und uns Leben erhält. Und ich bitte dich, Herr, für alle, deren Herz aufgehört hat zu schlagen, dass sie bei dir den ewigen Frieden finden. Unser täglicher
Herr hat sich offenbart. Er will auch in unser Herz kommen. Herr Jesus Christus, du bist der, der uns Friede schenkt, der Licht in unsere Welt bringt. Schau nicht auf das, wo wir selber uns oft ins Dunkel und ins Abseits setzen. Schau nicht auf das, wo wir andere oft ins Dunkel und Abseits setzen, sondern lass uns offen sein für den Frieden, für deine Liebe. Und schenke uns deinen Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Mit deinem Geist. Schenkt euch einfach einen guten Blick und eine Verneigung, den Frieden. Und dann können wir uns hinsetzen und das Lied singen, auf Schwingen getragen, A12.
Wenn du am Ende eines Jahres zurückschaust auf vergangene Zeiten, so werden in dir noch einmal die Bilder aufsteigen von dem, was dir besonders gelungen, was dich aufs Höchste beglückt, aber auch, was dich tief verletzt, dir Schmerzen bereitet und dich Tränen gekostet hat. Ich wünsche dir, dass dir auch aus dem, was du an Versagen erlebst, was dich an Schmerzen und Schuld niederdrückt, heilvolle Kräfte erwachsen und dass du eines Tages spürst, nicht vergeblich gelitten zu haben, sondern dass dir auch in dem Dunkeln in deinem Leben letzthin ein Sinn aufleuchtet und du durch alle Tiefen und Abgründe hindurch weitergeführt wirst zu deiner eigenen Ganzheit hin. Ich wünsche dir, dass plötzlich das Unerwartete über dich hereinbricht, dass dir ein Stern vom Himmel fällt und das Wunder geschieht, dass Unmögliches möglich wird und sich dein Lebenstraum erfüllt. Das kann man nicht machen. Das wird einem geschenkt. Und so singen wir das Lied: Das Beste im Leben wird dir geschenkt. D24. Das Beste. D24.
Möge euch, ihnen zu Hause immer wieder so ein Stern im Herzen aufgehen, dass Gott uns leitet, dass er in unser Leben kommt und dass wir den Mut haben, immer wieder aufzubrechen, dass wir den Mut haben, ihm zu gehen und mit ihm in tiefer Verbindung im Gebet zu bleiben. Dazu möchte ich euch den Segen jetzt mit auf den Weg geben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der gute und treue Gott. Er segne euch und all die Menschen, die ihr in eurem Herzen trägt. Der gute Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch, auch wenn schon 7 Tage im neuen Jahr vorbei sind, ein gutes, gesundes neues Jahr und dass ihr euch immer wieder bewusst macht, ihr seid Könige. Das kann man am besten, wenn man sich vorstellt, man hat eine Krone auf, weil dann geht man aufrechter. Dass ihr aufrecht gehen dürft und dass ihr aber auch immer wieder neu aufbrecht und so spüren dürft, folge dem Stern deines Herzens. Geht hin in Frieden. Dank sei. Dass du Gott D22, dass du Gott deine Freude an mir nicht verlierst. Ausweg durch den Schnee hindurch.
singe jetzt noch auf besonderen Wunsch von der Caro, Möge die Straßen. Das ist ihr Lieblingslied und es passt doch ganz gut so als Segenslied. M14.
F8 Freude so rein. Thank you.